Hi zusammen, ich male heute aus dem neuen Buch von Kirby Rosenes und zwar die wunderschöne süße Schildkröte. Die ist ganz vorne, also wenn man das Buch aufschlägt, ist es ganz vorne. Und ich habe mir schon was ausgedruckt gehabt auf dem Papier und habe mir Gedanken gemacht, wie soll sie ungefähr aussehen, die Schildkröte. Und dann habe ich die Farben verwendet und so sollte das sein. Also Hintergrund habe ich noch nicht gestaltet. Ich habe zwar eine Idee, aber mal schauen, was ich dann mache. Ob ich die Idee umsetze oder nicht, werden wir dann später sehen. Das ist mein erstes Video, das ich heute rede. Ich denke, man wird das ab und zu hören, dass ich total nervös bin. Also, wenn meine Stimme zittert und ich mich verspreche, dann wisst ihr, Helene ist nervös. Und ich bin wirklich nervös. Also, die Idee zu der Schildkröte habe ich auch von der liebe Sammy. Das ist ihr YouTube-Kanal. Sie kommt aus UK. Ihr könnt gerne dort vorbeischauen. Sie macht so tolle Ausmalbilder. Sie macht auch viele Live-Chats. Also wirklich ganz, ganz toll. Ja, dann fangen wir mal an. Ich male diesmal mit Prismacolor. Das sind meine Farben für den Panzer. Und für, ich weiß jetzt nicht, wie man die nennt, aber ich nehme für diese hier, für die Flecken, sage ich jetzt mal, nehme ich auch die Farbe. Also, am besten nehme ich das hier hin, dass ihr das sehen könnt. Ich fange immer mit dem Hellen an. Es gibt ja welche, die malen von dunkel zum hell. Und ich mache hier zum Beispiel, jetzt fange ich mit dem Hellen zum Dunklen an. Und mit einer ganz leichten Hand, weil ich schichte die Farben aufeinander. Weil wenn wir sofort mit der Farbe anfangen, können wir eine andere Farbe dann schlecht drüber legen. Weil dann benutze ich Light Amber. Dann Dark Brown. Green Ochre, nur so ein paar Stellen so. Dann wiederhole ich das Ganze rückwärts, wieder mit Dark Brown. Also ich baue jetzt Farbe auf Farbe auf. Dann nehme ich wieder Light Amber. Und Pumpkin Orange.
und mit dem schwarzen Fleck durch so leichte Schattierungen reinmachen. Also hier ganz leicht. Ne? Bei Kirbys Büchern ist das schon vorteilhaft. Er zeigt ja schon, wo der Schatten hinfällt. Also es ist für die, so wie ich, die das noch nicht so richtig gut kann, mit Licht und Schatten zu arbeiten, ist es eigentlich ganz gut, dass es schon ein bisschen vorgegeben ist. Und jetzt gehe ich wieder mit dem Dark Brown. Dann mit Light Amber. Wieder mit Pumpkin Orange. Und ein bisschen mit Green Ochre. Am besten kann man die Pigmente mit einem Pinsel wegwischen oder man pustet sie weg. Und so male ich jetzt weiter hier den Panzer an. Nein, das war jetzt falsch. Ich meinte den hier. Light Amber, nicht grün. Gehört er eigentlich auch zu den Menschen, die ihre eigene Stimme nicht hören kann? Also wenn ich sie
für mich, deswegen habe ich auch nie gedreht, wo ich geredet habe oder überhaupt. Ich mag meine Stimme eigentlich gar nicht hören. Aber es wurde Zeit. Ich denke, dadurch, je öfter man das macht und je öfter man spricht, desto lockerer wird man. Weil man merkt jetzt auch, wenn ich rede, mir fallen die Wörter einfach nicht ein. Aber ich denke, mit der Zeit wird sich das legen. Und dass man vielleicht seine eigene Stimme dann auch lieben lernt, könnte man das so sagen? Weil noch hört sie für mich sich sehr fremd an. Wie sagt man so schön? Irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Übrigens, ich wollte auch noch sagen, ich bin keine professionelle Malerin oder noch irgendetwas. Ich mache das wirklich nur aus Hobby, mich zu entspannen, zur Ruhe zu kommen. Ich gucke kaum Fernseher. Ich lese sehr gerne, momentan geht das halt nur nicht. Es hat andere Gründe, also keine Leseflaute oder noch was. Es funktioniert gerade halt nicht. Ich kann doch nicht mal Hörbücher hören. Das habe ich doch auch eine Zeit lang gemacht, wenn ich diese Phase hatte, wo ich nicht lesen kann, dass ich dann wenigstens Hörbücher gehört habe. Das funktioniert gerade auch nicht wirklich. Daher kommt auch keine richtige Beiträge auf Insta von mir zu den Büchern, weil ich gerade einfach nicht lese. Also ich habe bis jetzt in diesem Jahr noch kein einziges Buch gelesen. Aber ich denke, das wird sich ändern irgendwann. Zudem einige neue Bücher rauskommen von meinen Lieblingsautoren. Oder eins ist sogar schon draußen. Da freue ich mich eigentlich schon auf, weil ich liebe seine Bücher. Ich verrate jetzt noch nicht. Wisst ihr warum? Weil mein Englisch so schrecklich ist und ich den Namen nicht falsch aussprechen möchte. Und mich nicht so blamieren möchte. Deswegen kommt vielleicht irgendwann die Tage in Post dazu. Wenn ich mir das Buch vorbestelle bei uns im Oseander, dann zeige ich euch. Jetzt nehme ich Dark Brown. Malt ihr eigentlich auch gerne? Oder was macht ihr, um euch zu entspannen? Ich habe nämlich letztes Jahr im Februar damit angefangen, wieder zu malen. Vorher habe ich auf Leinwänden mit Acrylfarben gemalt. Dann wurde mein Sohn älter und ich hatte weniger Zeit dafür und habe das irgendwie komplett aus den Augen verloren, das Malen. Obwohl, ich liebe einfach malen. Einfach irgendetwas sich hinsetzen, irgendetwas malen, seine Gefühle ausdrücken. Das habe ich eigentlich fast 10 Jahre nicht gemacht. Und die Sehnsucht war immer da, wieder damit anzufangen. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt bestellst du dir oder kaufst dir ein Malbuch für Erwachsene und malst mal da drinnen. Und so habe ich das angefangen. Erstmal mit so Schulstiften. Ich hatte noch keine professionellen Stifte. Und habe einfach gemalt. Und wo ich dann mein Smartphone hatte, habe ich dann so auf Pinterest Bilder gesehen, wie toll die Leute eigentlich malen können oder besser gesagt ausmalen können. Und ich wollte das auch. Und habe mir nach und nach angefangen, Stifte zu kaufen. Zum Beispiel von Faber-Castell. Das ist keine bezahlte Werbung. Alles, was ihr hier seht, habe ich mir selber gekauft. Ob das jetzt die Bücher sind, die Stifte, alles. Und habe damit erstmal angefangen zu malen. Und ich muss sagen, ich bin erstmal am Anfang nicht klargekommen. Weil zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie ich die richtig einsetzen soll. Oh, mein Video bricht gleich ab. Es läuft nur 15 Minuten. Ich habe jetzt noch ein paar Sekunden. Aber ich starte dann im nächsten Durchgang.